Herzlich willkommen zurück zu Captive Minecraft 4 mit den Nikas. Und wir haben zwar neue Kisten. Wie viel gesehen? Oh, Eisen. Nice. Nico hat sich bestimmt einen Timer gestellt. Ja, hat er auch. Ach, Hat er das nämlich gemacht, als er gerade Nikas gesagt hat, hat er es gemacht. du Hurensohn. Noch mehr Öfen und gebrannten Ton. Nice. Ich habe tatsächlich einen Ofen in der einen Kiste bekommen. So, Lapis haben wir immer noch nicht, Freunde. Wir haben jetzt dafür diese wertvolle Sachenkiste hier. Da tue ich wirklich mal wertvolle Sachen rein. Was ein Wunder. So, das kommt da rein und das kommt da rein, das kommt da rein. Was brauchen wir noch in der wertvollen Sachenkiste? Das nicht. Das brauchen wir, das brauchen wir. Oh ja, die Sachen brauchen wir auf jeden Fall auch. Du, du, du. 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 So, alles klar, die wertvolle Sachenkiste wird gerade gefüllt. Ne, Ton brauchen wir da nicht drin. Aber Bücher. Oh, das ist ein verzaubertes Buch, Schutz 2. Cool. Hör mal auf, jetzt! Ja, ist ja gut. So, ich würde sagen, als nächstes brauchen wir gebrannten Ton, Freunde. Gebrannten Ton. Damit wir. Wartet. Damit wir Damit wir braunen Dingens machen können. Braun. Braun. Haben wir denn Braun schon irgendwo in Ey, den du hast Braunen das da Buch hinten? gar nicht mitgenommen. Was? Oh, darf ich vorlesen? Dankeschön. Yay, neuer Entry in seinem Teil. Warte. So, wir müssen erstmal unsere Kisten hier abbauen. Ja, im letzten Part haben wir übrigens Diamanten gefunden. Solltet ihr euch reinziehen. Warum machst du das eigentlich immer? Was? So tun, als ob das Projekt voll langweilig ist. Nee, es ist nicht langweilig, ich habe nur schlecht geschlafen. Ach, wie geil Das ich Projekt finde geschlafen. ich geil. Glaub mir, wie geil ich geschlafen habe. Ist so geil. So. Ach, ich war noch bis 6 Uhr am Skypen. So, brauner gebrannter Ton, den haben wir schon mal. Dafür brauchen wir allerdings noch 1, 2, 3, 4 Achievements. Deswegen tue ich den mal in die wertvolle Sachenkiste ganz unten rechts, dass wir wissen, wir haben welchen. So, und jetzt lese ich vor. Day 38. Writing this down so I do not forget. Once I am able to resurface. Was? Ich wusste gar nicht, dass es das Wort gibt. I need to head back southeast to escape this place. I think this is more adventuring than I would need in a lifetime. Oh my god, yeah, so amazing. Warum ist das so komisch geschrieben? Egal. Alles klar, Freunde. Dann müssen wir jetzt Alles als klar. nächstes, muss ich mal eben die Spitzhacke machen. Ja, Und dann dann mach müssen wir mal. wieder runter, denn wir haben da noch einiges zu erledigen. Boah, ich mache gleich. Ich weiß was, ich mache mir gleich zwei. Oh. Da hat Shit, er Alter. vorgesorgt, der Pisser. Der Hurensohn. So, runter. Dede de. Oh, wir kommen an die Kiste hier ran. Eine Pferderüstung! Wir haben keine Pferde. Braucht auch kein Schwein. So, wie geht's weiter? Warum wurden die noch mal eingeführt? Keine Ahnung. Die machen aber lustige Geräusche. Wir haben doch noch den anderen Spawner. Wo ist der eigentlich? Das Pferd mag es, wenn ich es da kraule. Oh. Weißt du, wo der andere Spawner war? Im Anus deiner Mutter. Also nein. Hast du ihn hier irgendwo? Nee. Hier sind Wolken. Ja, bei mir nicht. Warte, hier geht zwei Wege Und wir haben runter. Nacht. Wer geht Wir rechts, haben wer geht Nacht. links? Ich gehe rechts. Okay. Spawner, hier. Ist die andere Kiste da schon frei? Nö. Guck mal, wo der andere Weg lang geführt hat. Wow. Das war ja super. So, das war die letzte Fackel. Das heißt, die haben wir schon mal ausgeleuchtet bis hier unten unter der Wolke. Wo bist denn du? Ich komme gerade runter. Au. So, hier geht's zum End. Und dann geht's hier in die Höhe.
In die Höhe. Diesmal nicht. Ja, wie sollen wir das jetzt machen? Wir müssen ja uns hier... Egal. Hui! Warte, jetzt bin ich beim... Und... Wo ging es jetzt nochmal in die... Ach, du Scheiße! Du kannst den Jump Point nehmen, ne? Klein. Oh, ich hab's gehört. Wir brauchen Blöcke. Kannst du mal eben hochgehen und Blöcke holen? Nö. Okay, dann bringe ich mich eben um. Jetzt bin ich gerade unten. Da gehe ich nicht hoch, um Blöcke zu holen. Unser gelbes Schaf ist gerade hier runter geflüchtet. Das ist böse. So. Warum steht da ein Ton rum, Max? Lass das. Das ist ja schon wieder schwarz gebrannter Ton. Warum haben wir so viel schwarz gebrannten? Ach so, du Hund. Ach so, sieht das aus. Ja, gut. Ja, ich brenne den Ton immer schwarz. Ja, ja. So, ich baue auch noch hier rein. Warte, ich hol Blöcke. Ich hab's überlebt. 1,5 Herzen. Was hast du das denn gemacht? Ich hab da eine Truhe hingestellt. Alter, nicht die Truhe! Guck mal. Guck mal, wo die Truhe steht. Keine Ahnung, Alter, ich komm grad durch. Bin ich da drauf gesprungen und von da runter. Ich habe übrigens Gold gefunden. Eine Menge Gold. Zahngold. Ich hab Redstone. Zahn Redstone. Oh. Noch mehr Redstone. Aber ich überleg den gar nicht abzubauen, weil das hier jetzt so schön hell leuchtet. Was leuchtet hell? Der Redstone. Ach so, der leuchtet aber nicht lange hell. Okay, ich baue den ab. Jetzt wieder Stockfenster. Zahnstockfenster. Alter, finde Leute, was ist hier nur los? Was ist hier nur los? Alter, Sibirer. Was? Ja, Sibirien ist auch ein Land. Genau wie Finnland. Lol, hier ist eine kleine Höhle drin. Die hast du gebaut. Nein. Und scheiße, ich habe hier gerade eine mini kleine Höhle gefunden. Na, ich hab mal 4x4. Zeig mal. Ja, hier. Das hier oder was? Das hier. Wow. Das ist ja wunderbar. So, weiter Sachen abbauen. Hui. Ja, mein Spitzhacke ist gerade kaputt gegangen. Du hast doch 2. Nein, Alter! Da muss ich gleich auch wieder hochlaufen, du Snitch. Ja, dann bring mich um. Boah, dieses Geräusch, Alter, dieses Kacken, als ich dich gekillt habe. Das war ja voll komisch. Das war eine Made, die aufplatzt. Boah, kennst du dieses eine Video? Wo die Maden auf so einem Elektro-Dingen... Was guckst du eigentlich für Videos? Hä, nein, hä, kennst du Slow Mo Guys nicht? Ach so, doch. Da haben die einmal diese elektronischen Sachen und da haben die so, ich glaube, es war eine Fliege, keine Made. Da haben die so Fliegen mit so einem elektronischen Dingen gefangen. Das sah ekelhaft aus, wie der eine den Kopf abgeflogen ist. What the fuck, was machen die für eine Scheiße? Weißt du, früher, ja, wir blasen riesigen Wasserluftballon auf. Das ist auch das erste Video, an das ich denke, wenn ich die sehe. Und der explodiert. Und jetzt, ja, wir grillen Fliegen. Lebendige Fliegen. Und die explodieren. What the fuck, Alter? Oh, ich hab einen Spawner. Nice. Das ist ein Video, was sie mit Steve O gemacht haben. Steve O. Generell mein Lieblings-Stuntman auf der Welt. Der Kerl ist mega genial. Neben dem Kerl, der von Jackass, der ja gestorben ist in dem Autounfall. Den fand ich auch geil. Welchen meinst du? Der mit dem Bart. Und den leicht rötlichen Haaren. Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, muss mir einen Namen sagen. Oh, weiß ich jetzt nicht. Okay. Fällt mir gerade nicht ein. Kannst du eine Schaufel mit runterbringen? Oh, Metall, Holz. Mach Stein. Nee, ich kann nur Metall und Holz. Ja, ja, dann Metall. Und nicht Gold. Ja, ich mach dir Stein. Hä?
Was denn? Oder Diamant? Nein. Diamantspitzhacke? Na, ja doch. Aber nein, nein. Nicht jetzt. Ja, aber nein, aber ja, aber nein. Nein, jetzt keine Diamantspitzhacke, bitte. Da muss man wirklich vorsichtig sein. Haben wir noch Holz? Ja, Jungle Wood. 6 Stück. Ja. Geht uns auch langsam aus. Aber nein, aber ja, aber nein. Kenne ich auch irgendwoher. Little Britain. Ja. Genau wie. Ich bin der einzige Schwule im Dorf. Oder Come Fly With Me ist auch sehr schön. Ja, welches Come Fly With Me? Kennst du das nicht? Von Frank Sinatra? Keine Ahnung, das wo die Leute auch drin spielen, die auch in Little Britain drin spielen. Hä, das ist eine Show? Hey, kennst du Come Fly With Me nicht? Nee. Das ist von den gleichen Machern. Ach so, weil es diese Show, die an diesem Flughafen spielt. Ja. Boah, die ist so genial, Alter. Ja, finde ich auch. Oh, ich habe mich weggelacht, als ich die geguckt habe. Ich habe da nicht viel von geguckt, aber ich habe mich so weggelacht. Der eine Typ Moses, der ist mega nice. Ja, wer auch immer. Ah, was war das denn? Warum habe ich da so komische Hitboxen gesehen? Wo bist du? Hast du die Schaufeln gemacht? Ich habe eine. Ja. Reicht das für dich? Ja. Wir müssen hier ein bisschen Erde abtragen, deswegen. Ja, ich, wie dumm ich auch bin, laufe hier gerade wieder runter. Anstatt den Jump Points zu nehmen. Lohnt sich jetzt auch nicht mehr, wieder hochzulaufen. Das Problem, was wir auch noch haben, wie willst du jetzt hier gleich runterkommen? Das ist das riesen Problem. Ja, die Kiste, die ich platziert habe. Ja, viel Spaß. Da musst du auf der Erde, entweder, ja, du musst auf jeden Fall dann auf der Erde landen. Und wenn das schief geht, dann haben wir sowieso verkackt. Läuft die Schaufel am besten vorher runter. Wieso das? Kriege ich auf der Erde weniger Schaden? Nee, nichts anderes ist mehr da, auf der Höhe. Ach so. Das wäre aber auch cool, wenn man auf Erde weniger Schaden bekommen würde. Wirf die Schaufel mal runter dann als erstes, sobald du da bist. Kannst vergessen. Entweder lebe ich oder keiner lebt. Moment. Nee, das stimmt nicht. Du lebst ja immer noch dann. Ja. Dann kannst gern versuchen. Ich springe auf dich drauf und du stirbst. Doch. Das geht ja tatsächlich bei TTT. Altes Live. Geht's auch. Oh, ich habe noch mehr Dias gefunden. Guckst du wieder Altes Live von schon so oft genannten Kollegen? Nee, nicht wirklich. Nicht. Zumindest nicht komplett, sag ich mal so. Ah, ich verfolge das wieder komplett mit. Also vorher habe ich es nicht wirklich geguckt, aber jetzt finde ich super interessant, deswegen hole ich mir bald auch Arma. Arma 2 habe ich ja. Aber 3 bräuchte ich halt. Was machst du da? Wie, was mache ich da? Ich helfe dir beim Abbauen. Aber hier ist doch gar nichts zum Abtragen. Das ist oben. Ich habe dir auf die Schaufel zugeworfen. Was? Vollidiot. Oh. Ja, du musst eine Schaufel im Inventar haben. Und ich nehme mich mal kurz ein Stück zurück. Ah, mein Rücken. Wie beim Forgetter. Wie beim Forgetter, da hast du auch nie Bock gehabt, ne, mitzuarbeiten. Da habe ich sogar mitgearbeitet, aber niemand hat's geschätzt. Und wer hat das Forgetter abgebrochen? Das ist nicht abgebrochen, hallo? Da kommt nochmal eine Season 3. Außerdem habe ich das noch gebrochen, weil du immer gesagt hast, du hast keinen Bock mehr. Hab ich nie gesagt. Es hat einfach keiner mehr geantwortet auf den Aufnahmetermin. Boah, ich mach mal kurz diesen Mechanismus an meinem Stuhl raus, dass ich mich nicht nach hinten lehnen kann. Damit ich mich nach hinten lehnen kann. Ah, oh, schön, ey. Hast du
auch so einen Mechanismus an deinem Stuhl. Ja. Ist ja richtig sexy. Ich wahrscheinlich wieder mega weit weg vom Mikro. Ja. Mein Ton. Mega scheiße. Ich könnte das Mikro rausnehmen und als Handmikro benutzen. Kannst du jetzt mal ein bisschen helfen? Weil mein Spitzhack ist gleich kaputt. Und dann muss ich sowieso wieder hoch. Ja, ja, ich schrei jetzt mal ein bisschen rum. Qualitativ hochwertige Let's Plays. Nur bei den Nikers. Übrigens nach, Moment. Wir nehmen das zwar vor meinem Urlaub auf, nur aber nach meinem Urlaub wird das... Sag mal, kannst du mal ruhig sein, wenn ich rede? Und... Nur. Also das Problem ist, ich wollte jetzt eigentlich sagen, nach dem Urlaub wird's richtig geil, Freunde, dann starten ja ein paar Projekte, aber... Wir nehmen das ja vor dem Urlaub auf, aber es kommt ja nach dem Urlaub erst raus. Du lädst das nicht während dem Urlaub hoch. Wie soll ich das denn machen? Dinger auf den Laptop ziehen, Laptop mitnehmen, hochladen. So habe ich es auch bei... So habe ich es auch bei meinem Dingen gemacht, weißt du, ist ja jetzt während dem Urlaub sind da zwei Videos rausgekommen. Ja, habe ich gar nicht gesehen. Auf Nikers? Nein, nicht auf Nikers. Warum lädst du hier nicht das so, hä? Warum? Warum? Ja, weil die Videos nicht von mir waren. Was? Also nicht nur von mir. Aha. Ne, ich glaube, ich hätte das Hotel Internet bei uns ist glaube ich bestimmt zu kacke. Um sowas zu machen. Ach, ich hatte 100.000 Leitung im Hotel. Ja, trotzdem, wenn da so viele Leute dann da sind, meine ich. Vor allem auf dem Schiff, wie willst du das auf dem Meer hochladen? Wie mega viele Leute? Ich hatte 10 Megabyte pro Sekunde Download. Ja, nice. Ja. Das ist eine 100.000 Leitung. Aber das ist nicht, Download ist nicht Upload, oh. Upload hatte ich, glaube ich, ungefähr die Hälfte. Und das ist mega schnell. Tja, viel Spaß beim Hochladen dann, ne? Aber ich habe sowieso keinen Laptop, also insofern... Wie viel Spaß beim Hochladen? Hochladen ja. Hat ungefähr 10 Minuten gedauert für ein 20-Minuten-Video. Ne, für ein 30-Minuten-Video. Ja, wie gesagt, viel Spaß beim Hochladen. Ging auf jeden Fall mega schnell. Rendern ging natürlich auch, ich habe 16... Ja, was für ein Hotel wart ihr? In einem mega geilen. Nein, ich meine, in welchem Land? Skandinavien. Ist ein Land, ab sofort. Ja, also, ja, Schweden. Wir sind unten in scheiß Spanien, also was willst du da erwarten, auf einer Insel? Ja, von einem Hotel. In Malaga, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich auch ziemlich geiles Internet. Auf der Insel? Ja, Insel ist immer noch geiles Internet. Ja, aber nicht, wenn dann so viele Leute in dem Scheißhotel sind, wo dann auch noch gleichzeitig du auf der Insel bist und sowieso am Arsch der Welt rumhockst, ja? Und ich habe noch nicht mal einen Laptop. Wo soll ich das hochladen? Auf einer Kartoffel oder was? Handy. Natürlich. Ich ziehe mir die ganzen Gigabyte-Videos da aufs Handy. Ja. Jetzt gib mir eine Spitzhacke. Welche Spitzhacke? Hast du nicht zwei? Ich habe nur eine. Okay, bring mich um. Ich kann hier unten noch eine Crafting Bench hin tun. Nee, ja, toll, ich habe aber kein... Habe ich Eisen? Nee. Ich habe 7. Dann setzt das finalen Schlag an. Ich habe 7. Was denn? Ja, so. Ich habe 7. Holz. Bam! Holz. Wo ist das? So, Eisen haben wir doch hier oben auch noch, ne? In unserer wertvollen Sachenkiste. Boah, ey. Ich hatte das mal ist überlegt. Nicht dein Ernst. Ha? Du hast jetzt nicht das Eisen mit runtergenommen. Habe ich das komplette Eisen? Vielleicht. Habe ich denn auch... Hey, warum, der Alter? Tu das ich habe Eisen im Ofen. Ich habe Eisen im Ofen. Tu da einfach Kohle rein. Ich habe 8 Eisen im Ofen. Wir haben eine gemeinsame Truhe. You had one job. Ich hatte überhaupt keinen Job. Ich wurde nämlich gefeuert. Grundinkompetenz. Das kann ich mir gut vorstellen bei dir. So. Wie soll ich jetzt gleich da bloß runter wiederkommen, ey? So.
soll ich da gleich runterkommen? Das ist jetzt eine schöne Frage, ne? Wir kriegen aber nicht sehr viel. Musst du mich nicht fragen. Ah, fragen wir doch den scheiß Timer, der sich hier gerade mal wieder meldet. Sehr schön. Wie viel Gold werden wir denn dann haben? 21 plus 13 sind 34. 7. 34 Eisen reichen für 3 Goldblöcke. Yay. 34 Eisen reichen für 3 Goldblöcke? Was? Was laberst du für eine Scheiße? 34 Eisen reichen für 3 Goldblöcke. Ist doch richtig. Du brauchst doch kein Eisen für Goldblöcke. Ach, Gold, meine ich. Halt so dein Maul, Mann. Ein Genie! Ja, ich arbeite ja auch mit so einem totalen Vollhorst zusammen. Ja, obwohl ich habe noch 15 Golderz, sehe ich gerade. Erstmal rein damit. Nochmal 2 Kohle hinterher. Und wir werden reich. Was sind die eigentlich die nächsten Achievements? Darauf sollten wir vielleicht auch mal achten. Als nächstes müssen wir uns einen Zaubertisch bauen. Give you up. Never gonna let you down. Wir sollen uns einen Zaubertisch bauen. Dann sollen wir... Dann brauchen wir Bibliothekar und dann müssen wir in Nether. So, was wollte ich jetzt noch machen? Eine zweite Spitzhacke, ne? Genau. So. Ich tue mal wieder unnütze Sachen irgendwo rein. Das ist das, was ich am besten kann. Das sieht schon ein bisschen aus wie das Schwarzarbeiterzelt hier, muss ich sagen. Also die Kisten hier, die übereinander gestapelt sind. Nice. Musst du dir gleich mal reinziehen. Und das Eisen will ich hier oben in der Kiste. Ja, würde ich mir gerne reinziehen, aber ich stehe unten ja, rum. Ja, aber das Eisen würde ich gerne dann auch wieder sehen irgendwann, ne? Dann musst du mich nur umbringen. Wir sehen uns dann nächste Folge über meine Leiche. Captive Minecraft 4 mit den Nikas. Tschüss.